Na, Nero, hast du schon gespannt? Nee. Schau mal, ich rieche noch ganz doll nach dir. Sehr gut. Ja, jetzt zerreißende Abschiede. Und noch ein bisschen Streichel-Action haben wir uns jetzt auch beruhigt, gell, Nami? Und jetzt kann sie gleich weg. Kleine Schnecke. So. Tsunami-Mausi. Mau. Geh weg, lass sie Nero. aussteigen. Lass sie aussteigen. Die will jetzt nicht mehr spielen. Na, Nero? Nero. Kannst du das? Merkst du, dass was im Busch ist? Dass wir dir jemanden mitgebracht haben? Ja, Mann! Nami schnuppert gerade äußerst intensiv. Ja. Ist jetzt aber auch nicht gerade. Schau dir den kleinen Fratz an. Nero voll gechillt. Sie sind ja. Sie. Ich weiß nicht, wie ich es einstufen soll. Das ist keine Deckkatze, Nero. Ja. Das müssen die jetzt untereinander auskaspern. Wenn wir da jetzt reingehen, machen wir bloß die Dynamik kaputt.
Was macht ihr da? Oh Nami, man kann dich einfach null ernst nehmen. Wie schön sie dabei noch ausschaut, das ist so faszinierend. Was hat die für ein Problem, Herr Nero? Was ist das für eine? Was ist das für eine? Oh, Nami, der tut dir doch gar nichts. Das schaut jetzt zwar super widerlich aus, aber das sind Haare von Nero, mit denen sie da gerade spielt. Und ich versuche ihr damit Neros Geruch näher zu bringen. Nero! Nero, komm her! Oh, Tiger, du bist ja so depressiv. Meine Ohren sind ganz schön warm. Sollen wir mit dir zum Tierarzt gehen heute? Ja, ne, besser ist das. Der Hals ist ja schon rasiert. Das Gesicht werde ich jetzt nicht mehr großartig runter rasieren. Die Pfoten und Beine lasse ich auch so, wie es ist. Und den Schwanz rasiere ich auch nicht aus. War, sondern im Sinne von, er hat geglüht. Ja, auf alle Fälle sollte, hat er gemeint, es wäre eine schlaue Idee, ihn zu rasieren. Das haben wir jetzt auch damit befolgt. Wir haben jetzt noch eine Stelle gesehen, die kann ich noch ein bisschen ausdünnen. Das mache ich jetzt auch noch, weil ich will dann auch, dass das Fell halbwegs gleichmäßig abgeschert ist, dass er nicht ganz so glücklich ausschaut. Und ich kann ihn euch jetzt mal zeigen, im Ganzen. Und der kratzt auch schon wieder. War wesentlich sanfter als vorher, aber nee. Auf alle Fälle schaut er jetzt so aus. Wie gesagt, so ein bisschen eine Hauskatze, die unten ein bisschen buschiger wird. Also von vorne schaut er eigentlich noch relativ okay aus. Aber von der Seite, hoppala, von der Seite geht das gar nicht mehr. Ich werde jetzt hier aufräumen und dann muss ich, genau das wollte ich ja eigentlich erzählen, dann muss ich Nero noch einmal baden. Anscheinend noch nicht, um was es jetzt geht. Oder vielleicht auch doch. Er hat, also macht halt super mit. Ne? Bist du eine superartige Rubine? Ja. Feine Kerl bist du.
kleines Engel. Ganz große Bitte, fang jetzt bitte nicht an, eure Katzen aus Spaß zu scheren oder sie aus Spaß in die Badewanne zu packen. Und bitte fangt erst recht nicht an mit normalen Spülmitteln oder so oder Waschmitteln für euch, eure Katzen zu waschen. Und ich hoffe, dass das klar ist, dass ich das hier nicht aus Spaß mache, sondern dass ich das wirklich mache, weil mein Baby krank ist und dass ich ihn ansonsten niemals nicht, also es hat mir gerade richtig wehgetan, ich habe ein bisschen geheult, als ich hier hinten die die Sachen, dass die Fellreste in den Mülleimer gestopft habe, weil das ist einfach alles mein Nero, den ich jetzt so verstümmeln musste. Aber okay, für die Gesundheit meines Vaters ist es mir das wert, und wenn ich das jährlich machen muss, dann muss ich es machen. Aber einfach so aus Spaß finde ich das nicht lustig, auch aus Spaß eine Katze zu waschen. Es war nicht lustig, weil Katzen haben grundsätzlich Angst vor Wasser, auch wenn Maine Coons da gerne mal drin flanschen, dann schwimmen oder komplett nass werden möchten die trotzdem nicht. Und damit sage ich, ciao, ciao, miau. Vergesst nicht zu liken und zu teilen. Schön, jetzt bist du getrocknet.